So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rahmens ist der Dicke. Wir haben wieder was vorbereitet für euch. Was ganz Besonderes. Genau, das habe ich total vergessen. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir wollen heute nämlich mal 4Bro Limonaden testen. Wir haben diese 5 Sorten 4Bro Limonade hier am Start. Das tue ich mal ein Stück hier rüber, beziehungsweise guckt euch das mal an. Das ist die 4Bro Front. Das sind die 4Bro Sixpacks. Das ist alles nur 0,33 Liter, aber die konntest du bei der 4Bro-Seite nur im Sixpack bestellen. Wir haben uns die jetzt alle hier geholt. Ne? Das sind 5 verschiedene heftige Sorten. Ihr wisst ja, wir haben schon die 4Bro Eistees probiert. Wir haben schon die 4Bro Brogy Balls probiert. Wir wollen das jetzt alles mal testen, wie das schmeckt. Wir fangen jetzt also an. Wir haben uns hier dieses Verkostungsglas und als erstes gibt es 4Bro Goozer Cruiser. Das ist 4Bro Goozer Cruiser. Das ist, ich weiß nicht, ob da was draufsteht, direkt. Erfrischungsgetränk mit Tutti Frutti Geschmack. Ich habe was ganz Besonderes vor heute, wie jedes Mal. Ich möchte mich ein bisschen an Badland Chucks orientieren. Das ist also mit Tutti Frutti Geschmack. Ich hätte jetzt gedacht, das ist einfach nur Zitrone. Wir haben hier dieses Berliner Luftgläschen, ja, vom NetGhost, glaube ich, war das. Packen wir uns mal hier rein. Nehmen mal einen Hieb mit Tutti Frutti Geschmack. Ey, das riecht so süß. Goozer Cruiser, wer sich auch immer diesen Namen ausgedacht hat. Ja, ist auf jeden Fall brechsüß, aber irgendwie auch erfrischend. Hat ein bisschen was von diesem Bum-Bum-Eis. Kann man also trinken, finde ich trotzdem irgendwie sehr interessant. Würde ich sogar nochmal trinken und für zwischendurch, warum nicht? Auf keiner Party darf 4Bro fehlen. 4Bro sowieso eine meiner Lieblingsmarken, der Name alleine, finde ich schon richtig genial. Jetzt haben wir Diggy Cruiser. Das ist orange, würde ich denken, ist orange. Hier steht Erfrischungsgetränk mit Orangen-Maracuja-Geschmack. Okay, da bin ich jetzt enttäuscht, dass das Orange wirklich einfach nur Orange ist, weil da dachte ich, das ist Zitrone und dabei war es Tutti Frutti. Also Orange ist einfach Orange-Maracuja. Wir schenken uns wieder ein, probieren mal. Orangenlimonade ist halt jetzt nicht so eine besondere Sorte, die so einmalig ist, ja. Tutti Frutti ist eher schon ein Geschmack, den kriegst du nicht überall hinterhergeworfen. Ich sag Prost mit Diggy Cruiser. Ja. Also eigentlich nein, doch, aber trotzdem. Das ist auch übelst kühl. Das war nicht im Kühlschrank, das kam frisch im Paket angeliefert. Das ist noch, weil es draußen schneit und Winter ist, ist das schön gekühlt. Schmeckt eigentlich auch sehr fruchtig. Bisschen süß, aber gleichzeitig auch erfrischend. Hat einen interessanten Geschmack und weicht deutlich von den ganz normalen Orangenlimonaden ab. Also kann ich euch eigentlich auch empfehlen. Probiert mal. Diggy Cruiser von 4Bro, das ist Orangen-Limonade in einem ganz anderen Geschmack, den ihr sonst kennt. Jetzt haben wir Berry Cruiser. Berry Cruiser. Ich bin jetzt nicht so der Bärentyp. Geschmack mit Bärengeschmack. Steht halt einfach wirklich so hinten drauf. Berry Cruiser mit Bärengeschmack. Also nachdem ich von Tutti Frutti und dem Orange schon gut angetan bin, glaube ich trotzdem, dass Berry vielleicht jetzt das Eis, das gebrochene Eis wieder zufriert. Normal bricht man ja das Eis, aber ich glaube, Berry Cruiser ist nichts für mich. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, also Prost auf Berry Cruiser. Ist okay. Schmeckt nicht nach Cranberry, was dann immer noch ein bisschen herb, bitter, irgendwas mit dabei wäre. Schmeckt bärig, aber ist für mich trotzdem, ist einfach nicht meine Geschmacksrichtung. Berry Cruiser für mich jetzt also das
Jetzt blute ich schon wieder, weil ich mich hier gekratzt habe kurz. Barry Cruiser für mich jetzt die... Na, das könnt ihr haben. Wer will Barry Cruiser? Schreibt es mal in die Kommentare. Schmeckt aber trotzdem für das, was es ist, eigentlich angenehm. Ich habe schon verschiedene Bärenlimonaden getrunken, die alle richtig total vor Säure gestrotzt haben, sich komplett niedergemacht haben. Aber Barry Cruiser ist trotzdem eine leichte Bärennote mit einer erfrischenden Wirkung gerade. Ist also okay. Trotzdem geht es weiter mit Icy Cruiser. Also wir haben Icy Cruiser mit natürlich Eisgeschmack, Eismint, mit Eisbonbon Himbeergeschmack. Das hat also zwei. Eisbonbon und Himbeer. Ich habe keine Ahnung, was der Adi die ganze Zeit macht. Die Sau, der ist einfach in den Küchenschrank gekrochen. Da steht extra das Ding davor, dass, weil die Tür nicht richtig zugeht, dass der nicht in den Schrank geht. Und in dem Schrank das ganze Katzenfutter nascht. Jetzt ist der irgendwie da in den Schrank reingekrochen. Das heißt, ich muss mich beeilen. Solange hat er jetzt im Prinzip einen Freifahrtsschein. Wir probieren also Icy Cruiser mit Eisbonbon Himbeergeschmack. Bin ich mal gespannt. Himbeer finde ich eigentlich ganz interessant, so als Sorte. Hat man auch nicht so oft bei verschiedenen Getränken drin. Ne? Himbeer immer noch irgendwie was Selteneres. Eisbonbon, ja. Wer Pfeffi gern trinkt, ne? War übrigens auch ein Geschenk in der Fanpost, ne? Wer Pfeffi gern trinkt, muss auch vom Netghost gewesen sein, glaube ich. Ich blick langsam nicht mehr durch. Ihr schickt einfach zu viele Sachen. Habe ich jetzt heute hier das allererste Mal an. Auch wenn ich das erst irgendwie kindisch fand, aber irgendwie die Farben und das Design, es ergibt was. Das steht mir einfach. Guck mal, wie gut ich aussehe in diesem T-Shirt. Jetzt hier, Icy Cruiser. Himbeer schmecke ich so gut wie gar nicht raus. Eisbonbon ist da, aber normales Eisbonbon ist im Abgang nochmal viel süßer. Da fehlt irgendwie das Süße. Obwohl, wenn es jetzt wieder so süß wäre, würden die Leute sich wieder beschweren, dass es zu süß ist. Es hat also einen Eisbonbon-Geschmack, aber es wirkt eher erfrischend und klar, wie eine erfrischende Selta, ja, wo du nicht irgendwie auf irgendwas, also dass es jetzt einfach nur eine süße, billige Limo sein will. Ich finde diese 4-Bro-Getränke alle irgendwie trotzdem sehr hochwertig, ja, müssen wir mal so dazu sagen, dass es nicht einfach nur wie Sirup mit Wasser schmeckt und das war's. Also die sind richtig gut abgerundet. Und jetzt haben wir das, was von der Farbe am besten passt, das Grüne. Und das ist Apple Cruiser und ich liebe Apfel, ja. Egal ob bei Bonbons, egal ob bei anderen Sachen, ich stehe übelst auf Apfel. Apfel ist einfach der Boss, Apfel ist der Shit. Und was ist Apfel? Hat Apfelgeschmack. Richtig genial. Apple Cruiser mit Apfelgeschmack. Wir werden also davon auch einschenken. Und ich hoffe jetzt, der kann was. Dann ist das nämlich die beste Limonade, meine Lieblingslimonade dann von 4Bro. Apple Cruiser. Guckt euch das nochmal an. Apple Cruiser. Hier ist es, sieht aus wie ein kleiner Pfeffi, deswegen wahrscheinlich auch das T-Shirt dazu. Nix Peace Out Vorhaut, sondern Prost. Ah. Schmeckt ein bisschen sauer. Nicht so stark und nicht so eklig wie saurer Apfel, hat ein paar Allüren davon. Schmeckt aber nicht so süß im Nachhinein, hat wieder diese erfrischende Selternote im Abgang, aber vordergründig hast du diesen Apfelgeschmack, den du antasten kannst, ja. Also, ist eine geile Apfellimonade, kann ich nichts sagen. Ist nicht so süß, bringt ein bisschen Säure mit auch, aber nicht diese, wo du gleich Sodbrennen kriegst, sondern macht einfach Bock und... Ich würde wirklich sagen, die Apple ist auf jeden Fall was richtig Feines. Apple schmeckt mir richtig gut. Die Orange kommt bei mir auf Platz 2. Tutti Frutti würde ich sogar auf Platz 3 nehmen. Auf Platz 4 Icy Cruiser und auf dem letzten Platz Barry, weil ich bin halt einfach kein Bärenfan. Ja? Und jetzt möchte ich noch ein was machen. Mein Mentor, Badlands Chucks, der nimmt sich ja immer einen Stiefel oder irgendwas.
und säuft sich dann immer halb tot, weil er einfach alles vermischt und alles zusammen, beziehungsweise nimmt er eigentlich immer eine Sorte von irgendwas. Ich möchte jetzt aber nochmal was machen. Ich möchte jetzt einfach alle fünf Sorten hier zusammen mischen. Einmal haben wir hier also das Apple, schenken uns einen Schluck Apple ein, schenken uns dann natürlich dann hier gleich das Orange hinterher. Orange darf auch nicht fehlen. Jetzt ist das Grüne durch das Gelbe etwas hellgrün geworden. Guckt euch diese geile Farbe an. Wir machen mal das Weiße dazu. Jetzt machen wir das Durchsichtige, also das Gusa-Cruiser. Darf auch nicht fehlen. Kommt auch noch dazu. Dann hauen wir uns einfach das Icy Cruiser rein, ja. Ich weiß nicht, wieso ich dieses Ja in letzter Zeit so enorm habe, dass ich das Ja immer sagen muss. Jetzt wird es wieder grüner. Jetzt leuchtet es richtig stark grün nochmal. Jetzt sieht es noch apfeliger aus, aber Barry versaut wieder alles, ja. Barry macht immer alles kaputt. Barry hinterher, wir haben genau das 0,5 Liter Glas gefüllt. Jetzt sieht es einfach aus, als hätte ich wirklich nur das eingeschenkt. Die Sorten stehen alle bereit, alles hin und her. So sieht der Schlachtplatz aus. Das ist mein Glas. Alle 4 Bro Limonaden zusammen in einem Glas, was jetzt eine leichte Rosé-Note hat, wenn ihr hier unten guckt. Ihr werdet das aber nicht sehen, weil ihr guckt dort. Wenn ich hier gucke, dass sie das, guck mal, so, wenn man so durchguckt, genau, eine leichte Rosé-Note. Das werde ich mir jetzt noch reinziehen, würde dann sagen, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, da ist die Adi-Haut. Der ist automatisch. Er ist von alleine aus dem Schrank wieder rausgekommen. Was stimmt bei ihm nicht? Ich habe vorhin schon 2 Bier getrunken, weil ich 2 Türchen Adventskalender öffnen musste. Da hat er jedes Mal gefressen. Ich musste das Sabrina-Opening machen. Da hat er auch gefressen. Und jetzt war er im Schrank und hat gefressen. Also, hallo Schatz. Alles Gute. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kennt ihr auch die 4Bro-Limonaden? Habt ihr die schon mal ausgecheckt? Habt ihr die schon mal probiert? Wenn nicht, geht mal in den 4Bro-Job. Das ist kein Product Placement. Ich kriege kein Geld dafür. Ich feiere das Label einfach nur übelst. Finde ich ganz cool, dieses Ganze dahinter. 4Bro, Brofist und so weiter. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Das schmeckt einfach am besten. Ich muss es immer wieder sagen. Wenn ihr alles zusammen mischt, es schmeckt einfach am besten. Ich habe mir jetzt das ganze T-Shirt voll geäufelt, aber egal. Probiert mal alle 4Bro-Sorten zusammen. Peace out.